Mache das, was dir Freude bereitet. Diesen Erfolgstipp habe ich von Schauspielerin Galen Ross bekommen und darüber schreibe ich in meinem heutigen Blogbeitrag. Denn es ist so wichtig, das zu tun, was dir Freude bereitet. Manchmal manipulieren wir andere Menschen in unseren Traum, wie zum Beispiel Steve Jobs. Und das hat dazu geführt, dass er irgendwann aus seiner eigenen Firma geworfen wurde. Wie das passiert ist und was du tun kannst, dass dir so etwas nicht passiert und nur die richtigen Leute findest, die deine Vision und deinen Traum teilen, das findest du jetzt in meinem Blog auf www.norman-kraether.com.